Guten Morgen, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, Sie nach dem wunderbaren Vorabendkonzert gestern Abend zu den diesjährigen Petersberger Gesprächen begrüßen zu dürfen. Es ist Wochenende und eigentlich eine kostbare Zeit für jeden selbst und für die ganze Familie. Und ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich entschieden haben, heute zu uns zu kommen, um den Tag mit Gesprächen, Diskussionen und Vorträgen zu bereichern. Ich grüße auch ganz herzlich die Teilnehmer im Livestream. Es ist schon ein besonders gutes Gefühl, dass wir heute hier wieder alle persönlich zusammenkommen, nach Petersberg-Gespräche, glaube ich, 4 Jahren Pause sogar, und nach gefühlt unendlich vielen Teams und Zoom-Meetings. Endlich sehen wir uns wieder, freuen uns auf die Gespräche miteinander und lassen uns von den Worten und Impulsen der Vortragenden inspirieren. Unser heutiges Leitthema ist bewusst weitergefasst und im Gegensatz zu den letzten Jahren nicht auf eine bestimmte Technologie fokussiert. Neu denken, entscheiden, anders machen, warum ein Wechsel der Perspektive für uns überlebenswichtig ist. Das ist ein ausgesprochenes Querschnittsthema und das vor allen Dingen eins ist, nämlich offen. Als wir anfingen, unsere Veranstaltung zu planen, haben wir uns gefragt, welche Themen wir denn heute eingehender besprechen wollen. Was passt in eine Gegenwart, die alle Merkmale einer multiplen und komplexen Krise trägt? In welche Bereiche können und sollen wir näher hineinleuchten? Was ist symptomatisch für unsere Zeit und leuchtet zugleich weit in die Zukunft hinein? Was ist heute schon erkennbar relevant und hat das Zeug, Dinge grundsätzlich zu verändern? Schnell merken wir, dass wir in diesem Jahr nur einige wenige Facetten dessen herausgreifen und ansprechen können, was die Widerstandsfähigkeit unserer Unternehmen gegenüber künftigen Krisen steigern kann oder sogar uns an ihnen wachsen lässt. Also suchten wir nach innovativen Ansätzen, die noch nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen oder eben noch nicht, und nach Lösungswegen, die deswegen erfolgreich oder zumindest erfolgversprechend sind, weil sie durch einen besonderen, durch einen anderen Blickwinkel und durch einen Rahmenwechsel im Denken entstanden sind. Wir leben derzeit eine exponentielle Geschwindigkeit in der Entwicklung von neuen Technologien. Dazu gehört nicht nur die umwälzende Wirkung von KI und Daten, sondern vor allem auch die Entwicklung von neuen Materialien mit neuen bahnbrechenden Eigenschaften. Ich bin davon überzeugt, es wird in Zukunft darauf ankommen, dass wir dieses wirtschaftliche Potenzial des Neuen schneller erkennen und viel schneller als bisher in Wertschöpfung transformieren. Wie können wir dies erreichen? Indem wir in unseren Unternehmen die Veränderungsbereitschaft wachhalten und die Veränderungsfähigkeit steigern und auch stärken. Für mich ist die Veränderungsfähigkeit der Schlüssel dafür, um mit neuen Technologien auf Augenhöhe zu sein und von ihnen zu profitieren. Um unser Unternehmen nun resilienter zu machen und uns gegen künftige schwarze Schwäne zu wappnen, müssen wir nicht nur den Faktor Maschine und Technologie, sondern vor allen Dingen auch den Faktor Mensch und Unternehmenskultur beachten und beide aufeinander abgestimmt weiterentwickeln. Und ich freue mich sehr, dass wir heute 2 Vorträge hören werden, die sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln diesem so wichtigen Erfolgsfaktor Mensch und Organisation widmen werden. Ich kann gut nachvollziehen, dass dies vielen Unternehmen im Moment nur bedingt hilft. Wer seine Produktion möglicherweise zurückfahren muss, weil der explodierende Gaspreis jegliche Marge pulverisiert, will eine Lösung sofort. Auch ein Bäcker, der das Gas nicht mehr bezahlen kann, sind warme Brötchen lieber als warme Worte. Leider habe ich darauf auch keine Antwort, geschweige denn eine Lösung. Aber ich kann gut verstehen, dass man angesichts solcher Probleme in der aktuellen Situation auch schon mal den Mut verliert. Und es wird dem Bäcker sicher nicht weiterhelfen, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, überall dort,
wo man die Situation nicht ändern kann, hilft manchmal eine neue Blickweise auf das, was ist. Und wie oft wartet die Lösung gleich um die Ecke? Allerdings nur, wenn man einen anderen Weg gewählt hat als bisher und es eine neue Ecke ist. Unser Anspruch an den heutigen Tag ist es nicht, dass wir alle Themen in allen Facetten hineinleuchten oder durchleuchten werden oder gar Lösungen anbieten. Unser Ziel haben wir erreicht, wenn wir heute nach dem Abendkonzert in die heute vorgestellten tollen Einzelthemen so weit hineinleuchten, dass wir eben heute Abend kenntnisreicher, interessierter und zuversichtlicher nach Hause fahren. Dass wir diese Erfahrung heute machen, das wünsche ich uns allen. Liebe Gäste, der Austausch mit Ihnen und die Diskussion der unterschiedlichsten Perspektiven wird das Highlight des heutigen Tages sein. Das andere Highlight sind die Vorträge unserer hochkarätigen Vortragenden. Und dazu begrüße ich sehr, sehr herzlich Frau Professorin Marin Rohner, Frau Angelika Bachmann, Herr Professor Gerd Fettweis, Herr Professor Maximilian Fichtner, Herr Dr. Hans Königsmann und Herr Marco Fuchs, der heute später etwas zu uns stoßen wird. Ich möchte Ihnen sehr, sehr herzlich danken, dass Sie sich entschieden haben, zu uns zu kommen, dass Sie zugesagt haben und die Impulse für den heutigen Tag setzen werden. Ganz herzlich möchte ich auch meinen langjährigen Freund, Professor Heinz-Otto Peitken, begrüßen. Als Ideengeber, inhaltlicher Sparringspartner und begnadeter Netzwerker trägt er eigentlich seit Gründung der Petersberger Gespräche im Jahre 2005 entscheidend zum Gelingen der Petersberger Gespräche teil. Heute wird er als Moderator durch den Tag führen und den roten Faden zwischen den Vorträgen knüpfen. Heinz Otto, auch dir meinen ganz herzlichen Dank und die Bitte, nun zu übernehmen. Und herzlichen Dank und herzlich willkommen zu den 14. Petersberger Gesprächen.